Herzlich willkommen zu meinem neunten Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt möchte ich zeigen, wie ich geöffnete Fenster nebeneinander am Bildschirm mit einer Tastenkombination anordnen kann. Ich wähle jetzt hier dieses Bild hier zum Beispiel und möchte das dann, dass es hier links ausgerichtet wird. Drücke die Windows-Taste und Pfeil nach links. Dann bekomme ich eine Auswahl von geöffneten Fenstern bei mir und wähle mir dann dementsprechend dann das Fenster, das ich auf der rechten Seite haben möchte. Und da wähle ich mir hier meine Word-Datei. Und somit habe ich dann auf der rechten Seite dieses Bild hier. Das heißt, ein Fenster aussuchen, dann Windows-Taste, Pfeil nach links. Dann wandert das hier nach links und ich bekomme die restlichen geöffneten Fenster angezeigt und wähle mir das aus, das ich auf der rechten Seite zum Beispiel haben möchte. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns jetzt gleich wieder, wahrscheinlich im nächsten Video.